Aber ich glaube, kein Mensch möchte von einem anderen Menschen für Geld gestreichelt werden. Ich habe jetzt neulich eine Tageszeitung aufgeschlagen. Im Sportteil war doch tatsächlich eine Werbung für ein großes Bordell. Findest du sowas in Ordnung? Da in Deutschland Prostitution legal ist und damit eine bestimmte Dienstleistung und ein Produkt zur Verfügung gestellt wird, ist es natürlich juristisch gesehen völlig unproblematisch, ein großes Bordell auch angemessen zu bewerben. Es wird ja auch oft von sexualisierter Gewalt gesprochen oder von Gewaltmissbrauch, wenn man davon spricht, 9 von 10 Frauen wollen auch aufsteigen. Wie siehst du das? Es geht doch um Zwangsprostitution und Menschenhandel. Das ist doch nicht in Ordnung, oder? Man muss natürlich noch unterscheiden zwischen Zwangsprostitution, Menschenhandel und Prostitution. Das heißt, eine Person, die freiwillig den Beruf ausübt einer Prostituierten, männlich oder weiblich, hat dazu ein Recht in Deutschland. Punkt. So. Dagegen spricht dann überhaupt nichts, weder juristisch noch hinsichtlich der Lebensführung dieser Person. Im Unterschied zum Menschenhandel oder Zwangsprostitution ist eine völlig andere Situation und auch natürlich in Deutschland und sonst tendenziell nirgends legal. So. Das ist also ein relativ einfacher Fall. Die Frage ist eben nur, wie viele Menschen wirklich freiwillig diesen Beruf ausüben oder ob die sozialen Bedingungen und die ganzen auch ökonomischen Kontexte, in denen Prostitution in Deutschland stattfindet, nicht letztlich begünstigen Arbeitsbedingungen, die klarerweise eben die Grenze der Demütigung und des Zwangs überschreiten. Gut, manche Freier erzählen auch, sie gehen ja zu Prostituierten, weil sie sagen, ich bin einsam, da ist jemand, der mich in den Armen hält oder mich streichelt, das gibt's ja auch. Ja, aber ich glaube, kein Mensch möchte von einem anderen Menschen für Geld gestreichelt werden. Das heißt, wenn wir gestreichelt werden wollen, dann gerade nicht deswegen, weil wir dafür etwas erbringen wollen, sondern aus Freiwilligkeit. Die Pointe aller menschlichen befriedigenden zwischenmenschlichen Berührung, die nicht bloß sexuell befriedigend ist, also nicht bloß eine Triebabfuhr ist. Die Pointe ist immer die Einbettung in einen Kontext der Anerkennung und Liebe. Ja? Deswegen wird jeder an sich die Erfahrung machen, dass Sex mit Liebe besser ist als Sex ohne Liebe. Das ist eine allgemeine Erfahrung, obwohl die Menschen sich wahrscheinlich immer denken, Sex müsste doch ohne Liebe genauso gut sein. Aber es wird sich immer wieder herausstellen, dass das nicht so ist. Warum? Ganz einfach deswegen. Weil der Umstand, dass man sich von einer anderen Person überhaupt berühren lässt, ja eigentlich eine Bedrohung ist fürs eigene Überleben. Ja? Jeder könnte ja gefährlich sein. Das heißt, dass man das überhaupt zulässt, jetzt kann man mit der Evolution, wenn man so will, argumentieren, dass man das überhaupt zulässt und sich sicher fühlt, ist schon immer ein Zeichen der Anerkennung. Und Anerkennung kann man nicht durch Geld ersetzen, das funktioniert nie.